Habe die Ehre, Gruß an den Abonnenten. Microsoft hat endlich auf den Shitstorm der Stufe 9 reagiert und jetzt gibt es ein paar gute News für uns, aber leider auch eine schlechte. Erstmal zu den guten News. Die 24-Stunden-Zwangsverbindung ist jetzt nicht mehr vorhanden, die wird entfernt. Spiele können jetzt auch wieder geliehen werden in der Videothek oder Gebrauchtspielhandel ist jetzt auch wieder möglich, weil dieses Online-DRM entfernt wurde. Auch eine gute News. Digital gekaufte Spiele im Xbox One Store brauchen jetzt keine permanente Internetverbindung mehr. Auch eine coole Sache. Und zu guter Letzt, die Regionalsperre wurde auch entfernt. Das ist auch schon mal eine tolle Sache. Jetzt könnt ihr auch wieder Spiele aus dem Ausland importieren, Uncut-Versionen oder was auch immer, und könnt ihr auf der deutschen Xbox One zocken. Das hört sich doch schon mal richtig gut an. Jetzt kommen wir aber leider zum Pferdefuß. Microsoft hatte ja wirklich nicht viele Asse im Ärmel, aber ein Ass hatten sie im Ärmel. Und das war diese Funktion, mit bis zu 10 Familienmitgliedern konnte man Spiele teilen. Ja, zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt das neue Rennspiel Grid 2. Und ich hätte jetzt irgendwo einen Bruder in einer anderen Stadt oder eine Schwester oder was auch immer. Und dann könnte ich zu dir sagen, du log dich doch mal ein mit meinen Zugangsdaten. Du kannst das Spiel testen, zocken, komplett durchspielen. Das kostet dich keinen Pfennig. Und das war richtig geil. Das war einer der wenigen Trümpfe, den Microsoft hatte. Und diese tolle Funktion wurde jetzt entfernt. Ja? Da muss ich sagen, danke Microsoft. Erst kommt ihr uns ein bisschen entgegen, aber im gleichen Moment haut ihr uns eine gestreckte Rechte mitten in die Fresse rein. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Die beste Funktion einfach weglassen. So nach dem Motto, nee, ihr geht uns auf den Sack, ihr macht den Shitstorm, jetzt nehmen wir euch das beste Feature weg. Echt, wie im Kindergarten ist das, das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin es eh leid, dass die großen Konzerne mir immer sagen, was ich möchte und was toll wäre. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei Windows 8 zum Beispiel zu Microsoft gesagt habe, ich möchte keinen Startknopf mehr, ich möchte den PC nicht mehr komfortabel mit 2 Klicks runterfahren, ich möchte lieber mit 5 Klicks runterfahren. Ich möchte nicht mehr komfortabel suchen, ich möchte nicht mehr auf dem Desktop booten. Ja, ich möchte lieber hunderttausende beschissene Metro-Oberflächen, die so rumblinken die ganze Zeit. Kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie gesagt hätte bei den Konsolen, oh, DRM wäre doch toll oder Always On und ich möchte Kinect, ich möchte immer überwacht werden und das wäre doch toll. Und da wird man dann immer noch dreist mit einem Lächeln im Gesicht schön angelogen von den großen Konzernen. Es ist unfassbar. Die wollen uns immer erzählen, das funktioniert nicht, das kann man nicht entfernen, die Leute wollen das, bla bla bla, das können wir nicht machen. Und plötzlich, ein paar Wochen später, ist es einfach weg. Ja, alles funktioniert plötzlich und dann müsst ihr mir nicht erzählen, dass es nicht möglich wäre, dieses beschissene Kinect 2.0 zu extrahieren aus dem System. Das müsst ihr mir nicht erzählen, das ist auch nur eine Lüge. Die wollen nämlich immer noch den lukrativen Blick ins Wohnzimmer haben, damit sie noch ihre Werbung schalten können, ihre personalisierte Werbung, und das ist immer noch drin. Und Leute, wir müssen dranbleiben. Wir haben zwar eine Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht gewonnen. Macht weiterhin Druck auf Microsoft. Dann hätten wir vielleicht eine kleine Chance, dass wir zu Weihnachten 2 gute Konsolen im Regal haben. Wenn nicht, bleibt immer noch die PlayStation 4. Schreibt eure Meinung rein. Macht es gut. Bis zum nächsten. Ciao.